Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsere Klok hat 5 geschlagen. Zum Glück war es am 10. Juli um 17 Uhr noch hell, als sich die Menschen auf dem Platz in Liechtenstein trafen, der einstmals ein Teich war. Der Nachtwächter Christian Britschneider hatte sie hierher eingeladen, um von Mord, Gift und Tätlichkeiten zu berichten. Gestern Abend gegen 8 Uhr fiel das 4-jährige Söhnchen eines hiesigen Einwohners in den sogenannten Bürgermeisterteich. Durch hinzukommende hilfsbereite Nachbarn wurde das Kind aus dem Wasser gezogen und dadurch dem nahenden Tode entrissen. Von den Anwohnern des sogenannten Bürgermeisterteichs hört man vielfach die Ansicht, dass es wohl am Platze sei, offenliegendes Wasser durch Barrieren oder irgendwelche Schutzvorrichtungen abzugrenzen, damit sich Unglücksfälle oben bezeichneter Art nicht wiederholen. Das war im Juni 1891. Ein Jahr später konnte man lesen, Bekanntmachung des Rates, in der durch Trockenlegung des sogenannten Bürgermeisterteichs an der Chemnitzer Straße entstandenen Hohle, also man hat begonnen, diesen Teich aufzufüllen, welche lediglich zur Aufnahme von Schutt bestimmt ist, werden öfters, insbesondere in den Abendstunden, Ablagerungen heimlich vorgenommen, welche ekelerregende und infolgedessen ihre Ausdünstung die Gesundheit schädigende Bestandteile enthalten. Indem wir derartige Ablagerungen hiermit ausdrücklich untersagen, machen wir gleichzeitig bekannt, dass wir jede Übertretung, übrigens mit UE geschrieben, dieses Verbots unnachsichtlich mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestrafen. War wahrscheinlich nicht die richtige Lösung, denn nun, 130 Jahre später, trägt sich Ähnliches noch immer zu. Es war auch 1891 am 2. März. Der ledige Bergarbeiter Hermann aus Bernsdorf wurde heute früh, 4:30 Uhr, auf der Chemnitzer Straße von Bergarbeitern erstarrt aufgefunden. Vorläufig wurde derselbe bei Ökonom Friedrich Dost untergebracht und dann um 8 Uhr Herrn Naturheilkundigen Bahner übergeben, welcher durch Dampfbad und Einpackung ermöglichte, dass Hermann um 11 Uhr gesund und wohlgemut seinen Weg nach Bernsdorf wieder antreten konnte. Gewiss ein schöner Erfolg, wenn schnelle Hilfe und Nächstenliebe zusammengreifen. Christian Britschneider hatte die Archive durchstöbert und fand viele Geschichten, von denen manche, wie im Falle des Bergmannes Hermann, gut ausgingen. Andere dagegen mitunter grausam tödlich. Der Nachtwächter führte die an schaurigen Geschichten Interessierten an Orte, an denen Dramatisches und auch Böses geschah. So manches Ereignis, wie das aus dem Jahre 1889, könnte genauso in der heutigen Zeit passiert sein. In der Fahrerklasse gab es mal einen Bäckermeister Landgraf. Ihr fragt mich jetzt nicht, wo der war, ich weiß es nicht. Bei ihm in Dienst war ein Mädchen, was den Haushalt versorgt hatte. Um das Feuer in einem Ofen zum besseren Brennen zu bringen, hat doch dieses Mädchen sich was einfallen lassen. Nämlich mit einer etwa 4 Pfund Inhalt habenden Kanne Petroleum. Was hat sie gemacht? Sie hat es in das glimmende, in die Glut gekippt und das war's. Die Kanne ist unter donnerartigem Getöse explodiert. Im Nu standen die Kleider des Mädchens natürlich in vollen Flammen. Das Mädchen rannte in seiner Angst in den Hof, wo die hinzukommenden Bewohner und Nachbarn
das Feuer mit Decken und Lumpen erstickten. Der Bedauernswerten, welcher sofort ärztliche Hilfe zuteil wurde, sind beide Beine und die Arme arg verbrannt und wurde dieselbe dann mittels Droschke in das hiesige Krankenhaus überführt. Wie oft schreiben die Zeitungen von derartigen Unglücksfällen und mahnen das Publikum zur größeren Vorsicht. In Liechtenstein trieb auch so mancher Hochstapler und Betrüger sein Unwesen. So hatte er in Ernsthal, damals hieß es noch Hohenstein und Ernsthal, bei einem Schneider unter Überreichung einer natürlich von ihm selbst geschriebenen Mitteilung Stoff zu einem Anzug zu erlangen gesucht. Der betreffende Geschäftsmann händigte jedoch den Stoff, da er so schon irgendwas vermutete, nicht aus, sondern zeigte den Fall der Gendarmerie an, welche denn auch bald ermittelte, dass die betreffenden Geschäftsleute einem Schwindler in die Hände gefallen sind. Wer am 10. Juli dem Nachtwächter folgte, erfuhr, dass Liechtenstein in mancherlei Hinsicht ein gefährliches Pflaster war, aber ebenso, dass das durch die Stadt im grünen fließende Wasser für so manchen zur tödlichen Falle wurde. Was in der Stadt nicht fehlte, das war der Henker. Der Rundgang führte am Standort des ehemaligen Henkerhauses vorbei. Wo war es? Wir sind hier vorne von der Waldenburger Straße hier eingebogen. Und das letzte Haus zuvor, vor dem Abbiegen, heutige Waldenburger 13, das war früher das Haus des Henkers, Hans Balzer Brandt, Scharfrichter zu Liechtenstein. Was haben wir noch? Hier dahinter war früher die Schiefermühle. Warum heißt die so? Es war eine Walkmühle, wo gewalkt wurde. Und warum heißt der Schieferberg so? Ganz einfach, es war, irgendwann hat man dort angefangen, einen Steinbruch anzulegen. Zum Henkerhaus. Im März 1694, am oben genannten Tag, nämlich am 21., wurde der Erbschenkenwirt aus Micheln, Mülsen St. Micheln, Daniel Köhler, wegen Diebstahl und Ehebruch in Liechtenstein geköpft. Und seine Konkubine, eine Witfrau, durch einen Scharfrichterknecht mit Ruten gepeitscht und außer Landes getrieben. Wie weit mussten sie laufen, außer Landes? Gleich um der Eck, Zwicke war schon nicht mehr schönburgig. Ja, Schiefermühle habe ich gesagt. Die Pest wütete ja in vielen Städten, auch in Liechtenstein. Und ich erzähle es fast bei jedem Rundgang, es gibt ja heute noch den Pestfriedhof in Liechtenstein, wo also die Pesttoten liegen. Den hat man bis heute nicht angerührt. Und teilweise wurde ja auch nach der Pest, ich sage jetzt nur mal Lohberg danunter, die Häuser, wo die sämtlichen Einwohner drin an der Pest verstorben waren, man hat sie einfach abgebrannt. In manchen Städten 2/3 der Bevölkerung sind an der Pest draufgegangen. Es gab eine Magd in dieser Schiefermühle, die die Pest überlebt hat. Ausgestorbene Häuser nach der Pest wurden ausgeraubt. Ja, in der Schiefermühle wurde sogar die zuletzt übrig gebliebene Magd von den Totengräbern umgebracht, um ungestört rauben zu können. War das Sterben, Klammer Pest also immer, vorüber, hielt man allerdings strenges Gericht. Und viele solcher Räuber mussten ihren Frevel unter glühenden Zangen am Galgen, auf dem Rade oder unter dem Schwerte büßen. Das waren noch Zeiten, mein lieber Scholli im Gesangverein. Der Nachtwächter berichtete ebenso von Ereignissen, die noch gar nicht so lang zurückliegen. Ich habe gesagt, 40 Jahre zurück, 1981. Kurz davor hat man begonnen zu bauen. Man baute ja ein ganz normales und genehmigtes Einfamilienhaus. Und daneben errichtete man für den Bau ja,
noch einen Schuppen, eine Baugarage, wie auch immer. Und irgendwann, wer hätte es gedacht, haben es die Heinzelmenschen vollbracht, waren beide zu einem zusammengefügt. Das gab Ärger. Baustopp und. Letztlich wurde es fertiggestellt, aber nie von den Eigentümern bezogen. Wie das Geld für den Bau zustande gekommen ist, ja, da gab es viele Spekulationen. Eines Tages, am 7. September 1981, wurde der Ehemann tot aufgefunden. Zur damaligen Zeit war ich Chef am Kreisgericht in Hohenstein-Ernsthal. Und zur damaligen Zeit, ja, ging es recht locker zu. Früh, man traf sich, bevor es losging. Im Frühstücksraum hat man noch gemeinsam eine Tasse Kaffee getrunken. Da ging die Tür auf, kam der Herr Staatsanwalt rein, der Herr Speck war das damals. Na Mädels, sagt er, zu den Damen vom Gericht, den Schreibdamen, hat es euch geschmeckt? Seid ihr satt? Wollt ihr mal was Schönes sehen? Und da haut der DIN A4 Farbfotos auf den Tisch. Da lief das Blut nur so raus. Der Mann, also ich sage es jetzt, es ist nie richtig aufgeklärt worden. Zumindest kam nie was richtig an die Öffentlichkeit. Auch das Thema Stasi war ein großes Thema. Man hatte zunächst gerätselt, ob Fremdverschulden vorlag oder Suizid. Stasi wurde hinzugezogen und dann gab es eine Version, die folgendermaßen lautet: In suizidialer Absicht habe sich der Mann mehrere Stichverletzungen in den Bauchraum zugefügt, jedoch ohne, dass es zum Tod gekommen war. Daher soll er sich durch das Wohnzimmer geschleppt haben, hielt sich dann das Messer an die Schläfe und hämmerte es sich am Türpfosten noch in den Schädel. Und dann war er tot. Tatort Liechtenstein. Wer hätte das gedacht, was sich einst in der Stadt zutrug? Der Nachtwächter hat in den Archiven so viel Material gefunden, dass er im August zu einem weiteren Tatortrundgang einlädt. Der führt dann durch den Ortsteil Kallenberg. Für den ersten Rundgang am 10. Juli gab es so viel Voranmeldungen, dass Christian Brittschneider sich entschloss, am nächsten Tag nochmals die Runde zu gehen, um auch den zu spät Angemeldeten von Mord, Gift und Tätlichkeiten zu berichten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Elftes Jahnradkriterium Niederfrohna am 31. Juli und 1. August. Los geht es am Samstag 13 Uhr mit dem Jedermannrennen. 15.30 Uhr sind die Kinder am Start und um 16.30 Uhr treten die Prominenten in die Pedale. Olympiasieger, Weltmeister und viele andere Sportlegenden. Seien Sie dabei und feuern Sie die Sportler an. Dazu gibt es wieder ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Am Abend findet im Lindenhof die ABBA 7 Show statt. Außerdem wird ein Höhenfeuerwerk gezündet. Am Sonntag startet im Lindenhof ab 11 Uhr der mittlerweile berühmte Sportler-Stammtisch. Die Promis werden Rede und Antwort stehen. Dazu gibt es Musik, Tombola, Popcorn und Karussell für die Kleinen. 11. Jahnradkriterium Niederfrohna am 31. Juli und 1. August. Dabei sein ist alles. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft
Geschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Der Regen sorgte am 9. Juli für beste Bedingungen, den feierlichen Akt zu vollziehen. Weil der Boden gut durchweicht war, konnte ohne Mühe der erste Spatenstich vollzogen werden. Für die neue Rettungswache, die im Rettungswachenbereich Zwickau-Ost in Gersdorf entsteht und die die alte in der Goldbachstraße in Oberlungwitz ersetzen wird. In den vergangenen Jahren ist natürlich die Fahrzeugvorhaltung des Rettungszweckverbandes und des ganzen Bereiches Zwickau-Ost stets an Bedarf gewachsen. Und damit ist auch natürlich der Bedarf an Fahrzeugstellplätzen, Fahrzeughallen gewachsen. Und natürlich steigt die Anzahl der Mitarbeiter, also der Rettungssanitäter und der sonstigen Mitarbeiter. Damit steigt auch der Flächenbedarf an Sozialräumen, an Umkleideräumen, an Sanitäranlagen, natürlich getrennt, ganz klar, und Lagerräume. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. Ich glaube, das Rettungswesen muss die Frauenquote nicht nach der Vorgabe erfüllen. Das funktioniert ganz von alleine. Mitarbeiter, die also durch Frauen gestellt werden, nehmen ständig zu. Das ist natürlich eine schöne, positive Entwicklung. Heißt, der Platzbedarf vergrößerte sich. Die bestehende Rettungswache hier unweit von uns in der Goldbachstraße in Oberlungwitz kommt natürlich deswegen räumlich kapazitätsmäßig an seine Grenzen und bietet trotz stetiger Erweiterung der Mietflächen in den vergangenen Jahren mittlerweile keine Reserven mehr, um sich an dem alten Standort zu erweitern. Der Neubau wird deutliche Verbesserungen der Wegbeziehung auch innerhalb des Objektes mit sich bringen und damit natürlich reduzierte Ausrückzeiten. Das ist ja ganz wichtig, da zählt jede Sekunde bei der Rettung von Menschenleben. Der neue Standort der Rettungswache in Gersdorf wurde aufgrund eines Gutachtens ermittelt. Und wir sind jetzt dabei, im Landkreis Zwickau und auch im Vogtlandkreis sukzessive dieses Gutachten abzuarbeiten. Das beginnt also auch mit der Grundstückssuche, mit der Objektsuche. Das ist hier also auch schon vor einiger Zeit angelaufen. Die Nähe zu B173 und B180 optimiert die Versorgungssicherheit für rund 30.000 Menschen. Im Obergeschoss der neuen Rettungswache werden sich die Umkleiden, Sanitärräume und Büros befinden. Im Erdgeschoss die Funktions- und Aufenthaltsräume sowie die Fahrzeughallen. Insgesamt werden in der Rettungswache 8 Fahrzeuge stationiert, 6 davon im aktiven Dienst und 2 Fahrzeuge als Reservevorhaltung. Die kalkulierten Baukosten sollen bei 3 Millionen liegen. Und ich bin sehr froh, als ich das gelesen habe, dass wir, was die Planungskosten jetzt angeht und auch die ausgeschriebenen Lose, die bereits schon erfolgt sind, dass die der Kostenschätzung entsprechen. Wir erleben das ja jetzt fast täglich, dass das, wenn man was bauen will, leider nicht der Fall ist. Deswegen ein großer Dank an die Planer und an die Vorbereiter, an die Bauschaffenden, die jetzt schon tätig sind. Und natürlich auch ein großer Dank an die Krankenkassen, die das mitfinanzieren. Rund 50 Mitarbeiter werden im Schichtsystem in der Rettungswache arbeiten. Vertraglich gebunden das DRK Hohenstein Ernsthal e.V. Ich hoffe, wenn wir auch nächstes Jahr in eine erneute Ausschreibung gehen für unser gesamtes Verbandsgebiet, dass auch Sie dort wieder mit erfolgreich danach am Start sein werden. Der Tagesdienst wird ungefähr mit 14 Personen besetzt sein. Ist klar, eine Rettungswache, das Rettungswesen gehört immer zur kritischen Infrastruktur. Deswegen wird auch aufgrund der Bedeutung für das Gemeinwesen diese Rettungswache hier, die hier entsteht, eine ausgeprägte Statik haben und natürlich auch mit einer Netzersatzanlage versehen werden, sodass also bei einem Stromausfall hier der Rettungsbetrieb uneingeschränkt fortgeführt werden kann für mindestens 72 Stunden. Ich freue mich erstmal ganz sehr, dass diese neue Rettungswache entsteht und dass sie hier in Gersdorf entsteht. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir haben zwar jetzt nicht diesen Riesenunterschied zwischen der Goldbachstraße für unseren Ort, aber das ist doch schon auch ein Merkmal für unseren Ort auch wieder, dass wir sagen, wir sind hier gut aufgestellt mit so einer Rettungswache, natürlich noch am Ortsrand, natürlich auch zu Oberlungwitz. Lieber Thomas, auch du wirst damit bedient werden, davon nicht nur Gersdorf. Und die Umgebung freut mich natürlich ganz besonders, dass wir das hier machen dürfen, dass wir es geschafft haben, auch dieses Grundstück irgendwo so zu diskutieren, dass es verkauft wird. Wir hatten mit anderen Grundstücken weniger Glück, sollte ja ein größeres erst sein, aber ich meine,
ist es so geplant worden, dass das alles hier drauf passt und freue mich natürlich ganz besonders. Ja, ansonsten wünsche ich auch dem Bauverlauf alles Gute, ohne irgendwelche Zwischenvorkommnisse, ohne dass wir aus dem Raum, auf den Kostenrahmen laufen. Für Ende 2022 ist die Fertigstellung geplant. Der Parkplatz am Wolkenburger Spielplatz war am 10. Juli Treffpunkt für die, die dem gemeinsamen Aufruf vom Arbeitskreis Jugend LO und Jugendbeirat Limbach-Oberfrohna zum River Cleanup folgten. Prinzipiell kam die Idee von Nadine Müller bei uns am Arbeitskreis, die sich so ein bisschen an Strandsäuberaktionen orientiert hat. Situation in Limbach-Oberfrohna, wir haben keinen Strand, deswegen nehmen wir die Mulde. River Cleanup ist eine Fortsetzung von City Cleanup 2020. 2019 hatten wir vom Arbeitskreis Jugend einen Stand beim Familientag und neben uns war ein Stand von Sea Shepherd. Und da habe ich mich mit denen unterhalten, was man denn so machen könnte. Und da haben sie gesagt, dass sie regelmäßig die Strände säubern. Und wir haben natürlich in Limbach keine Strände, deswegen sind wir auf die Idee gekommen, ein City Cleanup quasi draus zu machen. Und deswegen haben wir dann eben die Stadt gesäubert, Parkplätze, Spielplätze und ähnliche Orte. Die Aktion fand viele Unterstützer. Es gab sehr viele Jugendliche, die sich daran beteiligt haben. Natürlich auch viele Erwachsene aus der Stadt, die uns die ganzen Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt haben. Also wir können uns nicht beschweren. Es gibt sehr viele Beteiligungen. Und zum River Cleanup in diesem Jahr? Also wenn ich mich so umgucke, sind wirklich viele freiwillige Helferinnen und Helfer da, sodass ich auch stolz bin über das Metier. Wir haben viele Jugendliche, wir haben den Anglerverein. Ich bin zufrieden und glücklich, ja. Für den Angelverein Limbach-Oberfrohna war es eine Selbstverständlichkeit, die Aktion zu unterstützen. Wir betreuen hier die Pachtgewässer vom Angelverband Südsachsen Mulde-Elster. Und wir sind natürlich stark daran interessiert, dass unsere Gewässer sauber sind, von Müll befreit sind. Alles, was so andere Leute wegschmeißen, dass wir das wegräumen. Ja, Angeln ist ja nicht nur Fische fangen, da gehört auch Umweltschutz und Gewässerpflege dazu. Das gehört seit Vereinsgründung zu den Aufgaben der Mitglieder, also schon seit über 60 Jahren. In den Gewässern, auch in Limbach-Oberfrohna, treibt der verschiedenste Müll. Bierdosen, Essensabfälle, Tüten, Hausmüll, teilweise Autoreifen, alles wird hier irgendwann mal illegal reingeschmissen. Ne? Und wir müssen halt sehen, dass es wieder rauskommt, dass die Gewässer sauber sind und die Fischbestände erhalten bleiben und nicht geschädigt werden. Es gab Zeiten, da wurden die Gewässer von Mitbürgern in großem Maße als illegale Müllhalden genutzt. Es wird weniger. Mehrere Vereine beräumen hier die Gewässer und es ist nicht mehr so viel Müll wie vor ein paar Jahren. Ne? Früher haben wir in unseren Hausgewässern in der Lehmgrube Kentler teilweise containerweise Müll rausgeholt. Teilweise Mopeds, Autoteile und so weiter. Aber jetzt in der Regel wird bloß noch Hausmüll in die Gegend geschmissen oder illegale Feuerstellen gemacht und so weiter, gekämmt. Und dann der Müll liegen gelassen. Ne? Aber wir machen jedes Jahr mehrere Umwelteinsätze. Ne? Mit unseren Vereinsmitgliedern, mit unseren 150 Mitgliedern. Und dadurch ist das stark zurückgegangen. Am 10. Juli stand nun ein Stück Mulde in Wolkenburg auf dem Plan. Die Beräumung der Strecke von der Hängebrücke unterhalb vom Schloss Wolkenburg bis zum Wehrpapierfabrik. Und dann noch die Müllberäumung auf dem Wehrteich Papierfabrik. Obwohl vom Arbeitskreis Jugend und vom Jugendbeirat zu der Aktion aufgerufen wurde, beteiligten sich auch schon Ältere am River Cleanup. Unsere heutige Aktion läuft quasi unter dem Motto, sei du die Veränderung, die du dir für die Menschheit wünschst. Und unter diesem Motto gehen wir heute eben hier hin und versuchen, unseren kleinen Teil beizutragen. Für den Herbst ist wieder ein City Cleanup geplant. Wind und Wetter peitschte am 9. Juli am Bahnhof Hartmannsdorf ein. Die Kinder, die zu Gast waren, störte das nicht sonderlich. Sie hatten zu tun, denn die Mitglieder vom Eisenbahnverein Hartmannsdorf hatten sich eine Menge einfallen lassen, um den Crazy Kids, den Hartmannsdorfer Vorschulkindern, einen schönen Tag zu bereiten. Bei dem ging es um Zuckertüten, denn nach den großen Ferien beginnt für sie der Ernst des Lebens. Ja, wir haben uns das zur Tradition gemacht, für die Hauptkinder die Übergabe der Schultüten etwas festlich zu gestalten auf Eisenbahngelände. Dazu legen wir Tag für Tag Hand an, um dieses Gelände als Bahnhof wieder interessant zu machen, wieder schick zu machen.
Und genau solche Dinge sind es, für die es sich dann lohnt, diese ganze Arbeit zu erledigen. Großen Spaß hatten die Crazy Kids daran, sich mit der Fahrraddresine auf den Gleisen über das Bahngelände kutschieren zu lassen. Das Angebot des Eisenbahnvereins nutzt die Hartmannsdorfer Vorschule schon ein paar Jahre. Man kennt sich mittlerweile und weiß, was man voneinander halten kann. Und im Prinzip sind wir schon, kann man schon fast sagen, gut eingespieltes Team. Man kommt von jeder Seite, kommen da gute Ideen und Einfälle, um für die Kinder diesen Tag auch sehr erlebnisreich zu gestalten. Vielleicht bekommt das eine oder andere Kind Lust auf mehr Eisenbahn. Ja, wir als Eisenbahnverein suchen nach wie vor, ich muss da gleich mal wieder Mitgliederwerbung machen, Menschen, die zu uns mitkommen und hier versuchen, Dinge zu erhalten aus der Eisenbahngeschichte und der Geschichte des Ortes Hartmannsdorf auch im Besonderen. Auf verschiedenen Videos ist ja schon zu sehen, was alles hier schon geschaffen wurde. Und es ist natürlich durch die vergangenen anderthalb, zwei Jahre mit der Pandemie überall in allen Vereinen viel liegen geblieben. Aber ich denke mal, wenn es jetzt dann wieder aufwärts gehen sollte, werden wir dann mit großer Energie, mit viel Elan immer weiter an unserem Gleisplan gestalten. Außenanlagen, Fahrzeuge und sicher werden andere Vereine auch wieder nach Hartmannsdorf in unser Gelände kommen, werden uns besuchen. Und da wird auch wieder für Gäste dann der Vortag am 1. Mai nächstes Jahr wieder stattfinden. Alles andere, wenn jemand mal was erfahren will, kann er bei YouTube unter Eisenbahnverein Hartmannsdorf nachschauen, was so an Events noch vielleicht dieses Jahr eingelegt werden kann, so ad hoc, damit wir selbst auch ein bisschen Dank für diese Arbeit bekommen, indem wir in das Lächeln der Leute schauen können, die uns hier besuchen. Gute Fahrt! Darf ich mal kurz durch? Die Kinder hatten zum Zuckertütenfest nicht nur ein Lächeln parat, sondern richtig Spaß. Der war anderen aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergönnt. Wir hätten gerne in den zurückliegenden zwei Jahren Tag der offenen Tür gestaltet und so ein bisschen Mitgliederwerbung auch. Und wie gesagt, der Vortag am 1. Mai ist ja zweimal weggefallen und das ist natürlich traurig. Aber hier an der Anschlagtafel bei uns im Gelände, da stehen dann immer so Neuigkeiten. Da kann man auch direkt über eine Mobilfunknummer Leute kontaktieren, mit denen man sprechen möchte. Egal, ob es jetzt um eine private Veranstaltung hier geht, um eine Geburtstagsfeier, eine Schulanfangsfeier oder man will einfach nur mal mit Freunden einen schönen Nachmittag genießen und will bei uns mit der Draisine fahren, einfach rechtzeitig melden. Oder wie gesagt, hier über den YouTube-Kanal wird auch viel bekannt gegeben. Es war ja die einzige Möglichkeit, mit der Öffentlichkeit so richtig in Kontakt zu bleiben und zu zeigen, hallo, wir sind hier noch da. Nicht nur, dass in den vergangenen Monaten keine Veranstaltungen stattfinden konnten, so manche Arbeit musste liegen bleiben. Also liegen geblieben ist die wichtigste Arbeit und zwar ist es eine geborgene Waggondrehscheibe. Die liegt hier auf dem Gelände immer noch. Die soll eingebaut werden. Das bedeutet, wer das schon mal im Fernsehen oder auf Fotos gesehen hat, man kann Fahrzeuge drauffahren, dann auch drehen in eine andere Fahrtrichtung. Das liegt uns am Herzen. Und dann, wenn man in Richtung Witschensdorf geht auf unserem Bahnhofsgelände, sieht man, dass diese Weichengruppe da hinten neu gestaltet wird. Wir haben da einen Plan, wie der Bahnhof endgültig aussehen soll. Und ja, wie gesagt, an Fahrzeugen soll noch viel gemacht werden und das werden wir dann sehen, was alles noch so kommt. Vieles müssen wir auch so aus dem Handgelenk entscheiden. Es gibt so die vielen Sachen, gerade jetzt ein Kollege, der heute mitmachen wollte bei diesem Fest, hatte sich das Handgelenk noch gebrochen und das sind so Dinge, die passieren eben im Leben und wir versuchen das zu meistern, so wie jeder andere Verein auch mit den Widrigkeiten des täglichen Lebens kämpft. Die Mitglieder vom Eisenbahnverein Hartmannsdorf. Wir betreiben keine Ostalgie, wir versuchen auch kein Fahrzeugmuseum aufzubauen. Wir erhalten nach den Normen, die gefordert sind, also wir machen jetzt keinen Förderfans hier, wir machen nach den Normen, die gefordert sind, werden Weichen bei uns eingebaut, Gleise verlegt, Gleise gerichtet, Fahrzeuge betrieben, Signale aufgestellt, damit wir, einige von uns sind Eisenbahner und da steckt es dann natürlich tief im Blut, nach dem Reglement zu arbeiten und auch der Öffentlichkeit das zugänglich zu machen. Und ich denke mal, wir sind da die letzten Jahr auf einem guten Weg gewesen und wer gerne möchte, sich das mal angucken, einfach nur. Man muss ja nicht gleich sagen, ich werde Mitglied. Einfach mal herkommen, es gibt, wir suchen Leute zum Rasenmähen und mal einen Waggon anstreichen und dieses und das und jenes tun. Und viele trauen sich einfach nicht und sprechen Sie uns doch an, machen Sie einfach mit. Zum Bahnhof Hartmannsdorf gibt es zu sagen,
Dieser Standort hat schon mal durch das ehemalige Tanklager aus DDR-Zeiten, Minol, wenn wem das was sagt, eine große Bedeutung, auch jetzt noch als Totaltanklager. Das ist immer noch der Kernpunkt des Bahngeschäfts, was hier abläuft. Wir als Eisenbahnverein sind an der Sache insofern mit beteiligt, dass wir den Grünschnitt erledigen, dass wir da Verträge einzuhalten haben, dass wir da die Sicherung an der Strecke mit betreiben. Und das sind so Sachen, die wichtig sind und an denen wir auch immer dranbleiben müssen. Ne? Da duldet man keinen Aufschub und auch keine Widrigkeiten oder Schlüssigkeiten. Auf den Gleisen sind nicht nur Vereinsbahnfahrzeuge unterwegs. Hier findet auch noch richtiger Zugverkehr statt. Es ist eben eine Rangieranlage. Nichtsdestotrotz sind es Bahnanlagen und ich muss immer wieder davor warnen. Spaziergänger mit Hunden, im Winter wird Loipe gelaufen zwischen den Schienen. Das ist nach wie vor Betreten des Bahngeländes unbefugt und das ist strafbar. Und es ist immer noch, trotz dass es Rangiergleise sind, ist hier vollwertiger Bahnbetrieb. Und bei uns im Vereinsgelände, wir versuchen diesen Bahnhof auch für die Gemeinde im Prinzip auch mit zu erhalten. Das ist ja Verkehrsgeschichte und auch die Kommune, insbesondere der Bürgermeister, wir haben das gespürt, freut sich auch darüber, dass so ein Stück Verkehrsgeschichte zumindest im Großen und Ganzen versucht wird, von uns zu erhalten. Und ich denke mal, auch wenn der kleine Bahnhof nur ein Vereinsbahnhof ist und nicht mehr in den großen Kursbüchern steht, für Hartmannsdorf, ich denke, ein Gewinn. Das dürften die Kinder am 9. Juli ebenso gesehen haben. Der Höhepunkt war an diesem Tag für sie, als die Vereinslok anrollte. Geschmückt war die mit vielen Zuckertüten. Genau auf die warteten die Kinder. Und wir haben es halt wieder an den Kinderaugen gesehen, die Zuckertüte von einer Lokomotive überreicht zu bekommen auf dem Bahngelände mit viel Spaß drumherum. Das ist schon ein Event, was man sicherlich in vielen Jahren auch wieder gut in Erinnerung bekommt. Der Eisenbahnverein hat sich ganz toll wieder angestrengt für euch. Hat das ganz toll organisiert und deswegen haben wir eine ganz kleine Überraschung. Wir haben nämlich heute alle Urlaub genommen, nur für euch, dass wir heute mit euch hier besteigen können. Ja? Ich denke mal, das ist für die Frauen ein Leckerchen. Wenn die Herren wieder mal einen Arbeitseinsatz machen, brauchen wir ein paar Arbeitseinsätze. So gestaltete sich der Frühling des Mittweidaer Handels im Sommer 2021. Mit dem langen Shoppingtag am 3. Juli wollten die Gewerbetreibenden nach der Corona-bedingten Pause auf sich aufmerksam machen. Dazu boten sie unter dem Motto „Wir sind wieder für Sie da“ neben Rabatten auch ein abwechslungsreiches Programm. Dem Chef des Gewerberings war es wichtig, Flagge zu zeigen. Ja, der Tag ist besonders wichtig, weil so lange ja gar nichts ging und wir sind heute auch nicht die Einzigen. Die in Rochlitz haben heute auch wieder angefangen. Das ist aber nicht schlimm, weil irgendwann geht es immer wieder los und wir freuen uns, dass also so viele aufgemacht haben, so viele schöne Ideen auch in den Straßen geworden sind. Und es geht alles immer auch ein bisschen perfekter, aber es ist alles aus meiner Sicht gut gelaufen und die Händler sind zufrieden. Ich habe auch zufriedene Kunden gesehen und wir hoffen, dass wir dann solche Sachen auch dann wieder jetzt regelmäßig machen können und dann einfach mit mehr Vorplanung uns dann auch andere Sachen bestellen können, mal wieder eine Sache auf dem Markt oder so, ne? Und das braucht aber eben halt mehr Zeit. Zum Programm vor den Geschäften gehörten zum Beispiel neben Kinderschminken Geschicklichkeitsspiele, das Zielspritzen mit der Feuerwehr und der Spielebus Freizeit Franz auf dem Markt. In der Weberstraße fanden Besucher auch die interaktive Reaktionswand T-Wall. Für die schnellsten gab es Gutscheine von regionalen Unternehmen. Autohäuser der Region präsentierten in der Rochlitzer Straße ihre Modelle. Das Zentrum war bis zum Abend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Endlich startet das wirtschaftliche Leben wieder. Geschäfte und Unternehmen der Region können endlich wieder Kunden empfangen. Allerdings haben sich die Kunden inzwischen auch anderweitig orientiert und ihr Einkaufsverhalten leicht geändert.
Mit der Aktion Lieblingsorte unterstützen und regional einkaufen wurde durch die IHK auf viele Möglichkeiten des Einkaufens in der Region hingewiesen. Mittlerweile gibt es im Landkreis Mittelsachsen einige Kommunen, die ihren Kunden und Gästen einen Einkaufsgutschein anbieten. Wir sind jetzt hier in Mittweida und haben uns einige Beispiele angeschaut. Die IHK begrüßt natürlich, wenn es solche Aktivitäten gibt und findet das Engagement der Einzelhändler, der Gastronomen, der Unternehmen in der Innenstadt zusammen mit der Stadtverwaltung super, einen wichtigen Beitrag lebendig zu halten. Vielen Dank dafür. In Mittweida wurde zum Beispiel zusammen mit der Stadtverwaltung eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen. Wie es dazu kam, erläutert Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Im Wesentlichen aus dem Gespräch heraus. Wir haben natürlich durch die Corona-Krise mitbekommen, dass zahlreiche Geschäfte bis hin zum Handwerker geschlossen haben, nichts machen konnten. Und aus dem Grund haben wir diskutiert, wie können wir zumindest eine Anschubfinanzierung geben. Und genau das war das Thema, wo wir gesagt haben, wie bekommen wir zum einen natürlich die Kunden wieder ins Boot und wie können wir die ganze Aktion unterstützen, also sprich mit einem gewissen Eigenanteil. Wir haben im Stadtrat diskutiert und das Thema war, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur Geld geben, sondern wir wollen animieren zum Kaufen. Und das war das Thema, wo wir dann uns gefunden haben, gesagt haben, 25% die Stadt, 75% der Kunde. In der Summe ist es eine Größenordnung, die ja, mit 40.000 Euro durchaus einen Umsatz generiert, der mit weiter zur Wirkung kommt. Die Gutscheinaktion wird von den Unternehmen der Stadt begrüßt. Also das muss ich sagen, das ist eine super fantastische Idee. Und es wurden auch schon einige, ich kann sie ja mal hier zeigen, bei uns im Laden eingelöst. Wir haben natürlich da sofort mitgemacht und sind davon wirklich begeistert. Auch unsere Kunden sind davon begeistert. Wir haben leider noch nicht ganz so einen Rücklauf, wie wir uns wünschen würden. Aber wir sind natürlich positiv gestimmt und hoffen, dass ganz viele Kunden die Chance nutzen, weil es eine sehr interessante Aktion ist. Und wir würden uns sehr freuen, natürlich, wenn es noch reger angenommen wird, wie es bisher war. Aber wir haben schon Rückläufe und sind da sehr dankbar dafür. Die Stadträte haben frühzeitig die Weichen gestellt und haben uns also auch informiert, was sie vorhaben. Und wir haben dann alle Händler aufgerufen, die also durch die Corona-Maßnahmen besonders betroffen waren, dass sie sich also dann auch melden sollen, weil die Hilfe sollte jetzt ja auch punktgenau auf die einzelnen Geschäfte und Firmen kommen. Und das hat hier sehr gut geklappt. Aber allein darauf ruhen sich die Händler und Dienstleister nicht aus. Vor einer Woche hatten wir eine Shopping-Aktion in Mittweida. Wir haben viel Energie und viel Kraft reingesteckt, innerhalb von kürzester Zeit ein schönes Straßenfest für unsere Weberstraße zu organisieren. Leider sind wir hier nicht mehr so viele Händler in der Straße, aber wir haben alles gegeben und haben eine tolle Veranstaltung gehabt. Haben wir unter anderem eine regionale Naturseife ins Leben gerufen. Wir haben Aktionen nach außen gestartet. Ich habe unsere Produkte, weil die Leute nicht zu uns kamen, habe wieder Verkäufer beliefert. Zum Beispiel unseren hiesigen Blumenhändler, der dann unsere Produkte mitverkauft. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr unterstützt man sich gegenseitig. Ja, wo das losging, haben wir eigentlich für unsere Händler hier in der Stadt erstmal unseren Online-Shop geöffnet, so als erste Schnellhilfe und haben dann am Anfang erstmal nur Gutscheine verkauft, also beziehungsweise die Händler konnten Gutscheine über unseren Online-Shop verkaufen. Es soll weitergehen. Die Unternehmen wollen weiter zusammen für eine aktive Innenstadt agieren. Die Gutscheinaktion stellt sogar eine Art Auftakt dar. Wir sind seit längerem am Überlegen, einen Ersatz für den früher bei uns verkauften Schobautaler zu erfinden oder umzusetzen. Und das soll also auch ein Gutschein werden. Die Gutscheine gibt es bei uns in der Stadtverwaltung, zum einen im Bürgerbüro und zum anderen in T9, also unserem Informationszentrum. Es sind auch noch Reste da. Können eigentlich nur positiv gestimmt sein, weil wir haben den Krieg mit dem Laden überstanden, den Sozialismus gemeistert, die Einführung in die Marktwirtschaft und die Kinder müssen jetzt mit Pandemie und allen anderen Dingen klarkommen. Aber wir sind ganz optimistisch, dass wir auch das wieder überstehen. Es gibt immer wieder eine Zeit danach, wo es vorwärts geht. Machen auch Sie mit. Unterstützen Sie Ihren Lieblingsort. Gehen Sie vor Ort einkaufen. In vielen Orten in Mittelsachsen wird das mit Gutscheinaktionen unterstützt. Neun, acht, sieben, vier, sechs, fünf, vier, drei, zwei,
1, 0. Und jetzt müsst ihr es gehen lassen. Ihr müsst gehen lassen, das Band. Die Kinder im Roboterkostüm wollten die Zeit wahrscheinlich anhalten, den Moment für die Ewigkeit verlängern. Immerhin war es nicht irgendeine Minute, in der ein rotes Band symbolisch zerschnitten wurde, sondern die Minute, in der die Stadt Frankenberg ein neues Museum eröffnete, die Zeitwerkstatt. Ich bin Friedhelm und wohne in der Zeitwerkstatt. Ich freue mich besonders auf die vielen Kinder und Familien, die mich ab morgen besuchen kommen und Sachsens Pioniergeist entdecken wollen. Ja, die Stadt hat vor über 10 Jahren schon den Gedanken gefasst, einen Ort zu suchen für eine gemeinsame Ausstellung. Ein Haus, was groß genug ist, die Industrie und Stadtgeschichte der Stadt vorzustellen. Und das ist dann hier mit der Landesgartenschau in der ehemaligen Blumenhalle gelungen. Und so haben wir dann das Gebäude, was früher Produktionshalle von Lisema war, zu diesem Museum umgebaut. Zur Eröffnung des neuen Museums wurden am 14. Juli viele Ehrengäste begrüßt, darunter auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der wie die anderen ersten Besucher die Besonderheiten der Zeitwerkstatt erkundete. Herzlich willkommen im Erlebnismuseum der Stadt Frankenberg in einem neuen Haus, in dem es gelungen ist, Stadt- und Industriegeschichte auf moderne Art und Weise zu präsentieren und alle Generationen anzusprechen. So wie die Zeit voranschreitet, fließt auch der Fluss durch dieses Haus symbolisch und steht niemals still. Unter dem Motto Sachsens Pioniergeist entdecken, zeigt uns das Museum stellvertretend für ganz Sachsen unter anderem die Errungenschaften der Textil- und Fahrzeugindustrie aus unserer Stadt. Frankenberg ist durch Innovation groß geworden. Die Eröffnung wurde genutzt, sich bei denen zu bedanken, die an der Gestaltung auf verschiedene Weise mitwirkten. Geleitet wird das Museum von der Leisure Work Group aus Hamburg. Das sind Ausstellungsmacher, die sehr erfolgreich in Hamburg das Auswanderermuseum leiten. Und da haben wir einen Vertrag für die nächsten 4 Jahre noch. Und danach werden wir entscheiden, ob die Stadt das dann alleine übernimmt, die Führung dieses Hauses, oder ob wir uns mit denen oder jemand anderen dann weiterhin verbünden. Insgesamt sind wir einfach froh und stolz, dass wir nun die Stadt- und Industriegeschichte auf diese besondere und moderne Weise den Bürgerinnen und Bürgern und Besuchern der Stadt präsentieren können. Und wir haben uns als Geschenk ausgedacht, dieses Siegel als Replik nachzuproduzieren und dieser Stadt. Darf ich mal aufmachen? Ich bitte darum. Denn die Schachtel ist es nicht, aber der Inhalt. Ein tolles Holzkästchen. Und dieses Siegel haben wir, wie gesagt, nachproduziert und möchten dieses gerne der Stadt schenken, dass es wieder vielleicht auch an mancher Stelle in Nutzung kommt. Und wir bedanken uns wirklich außerordentlich für diese extrem tolle Zusammenarbeit. Wir haben uns hier so wohl gefühlt, aufgenommen gefühlt, heimisch gefühlt. Wir haben auch eine Wohnung hier schon mal gehört. Und das war wirklich außergewöhnlich, diese menschliche und Herzlichkeit, die wir hier vorgefunden haben. Und dafür vielen herzlichen Dank. So ein modernes Museum wie die Zeitwerkstatt gibt es freilich nicht zum Nulltarif. Investitionen, das Gebäude und die Ausstellung, alles zusammen waren 12,6 Millionen Euro. Und sie wurden mit 80% vom Freistaat Sachsen gefördert. Wer noch nicht weiß, was er in den bevorstehenden Sommerferien anstellen soll, vielleicht ist ja der Ausflug in die Zeitwerkstatt Frankenberg eine gute Idee. Nach einem verregneten Start am Freitag zeigte sich der Wettergott am Samstag gnädig. Der Reiter- und Fahrverein Limbachhofer Frohna hatte an dem Wochenende zum großen Reitturnier eingeladen. Das fand unter einem besonderen Motto statt. Aufgrund der Tatsache, dass wir im vergangenen Jahr den Veranstaltungsstopp hatten durch Corona und dergleichen, nun in diesem Jahr die Nachfolgeveranstaltung 50+1 Jahre Pferdesport Limbach-Oberfrohna. Aufgrund des vielen Regens am Vortag waren die Bodenbedingungen hier auf dem Springplatz immer noch recht respektabel. Wir haben draußen auf den Abreiteplätzen und den Zubringern ein bisschen unsere Probleme, haben das, denke ich, aber mal alles im Griff. Es gibt ein paar Behinderungen auf Limbachstraßen dadurch, aber damit müssen wir halt heute leben. Und wie gesagt, wir haben dieses Wochenende Pferdesport, in dem Sinne 51 Jahre in Limbach-Oberfrohna, haben
Dressurprüfung bis zur mittelschweren Klasse, Springprüfung morgen, großen Preis, Springprüfung Klasse S, 1 Stern, heißt Hindernishöhe 1,45. So, und ich denke, es wird ein umfangreiches Programm für das Wochenende sein. Auf das 50. Jubiläum hatte man sich 2020 gefreut. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Wegen der muss auch 2021 so einiges anders stattfinden als angedacht. Es ist eigentlich geplant gewesen, dass wir eine kleine Festveranstaltung machen. Wie gesagt, aufgrund der momentan herrschenden Regeln, die wir immer noch vom Amt zu befolgen haben, ist das auch gecancelt, weil wir eigentlich eine Abendveranstaltung am Samstagabend machen wollten. Die haben wir dann gecancelt. Mal schauen, ob wir es irgendwann mal nachholen. So galt die Aufmerksamkeit an dem Wochenende hauptsächlich dem Reitsport. Unsere eigenen Reiter und Pferde waren schon halbwegs erfolgreich an diesem Wochenende hier und hoffen, dass sie das heute am Nachmittag auch noch weiterhin sein werden. Um optimale Bedingungen für den Reit- und Fahrsport zu ermöglichen, sind in den vergangenen Jahren sehr viele Baumaßnahmen hier auf der Anlage durchgeführt worden. Wir haben auch noch bis kurz vor Schluss hier an unserem Richterturm unsere Tribüne für unsere Zuschauer neu gestaltet. Sprich, ist ein neues Dach draufgekommen, die Rückwand neu und dergleichen. Die Altlasten, die aus DDR-Zeiten vorherrschten, sprich die Asbestplatten, wurden fachgerecht entsorgt. Und somit sind wir hier ein ganzes Stück weiter. So, und wie gesagt, das ist das, was so in der letzten Zeit jetzt war. Und wir hoffen, wir haben eine unfallfreie Veranstaltung an diesem Wochenende. Die Angebote des Vereins werden rege genutzt. Der Reitverein ist jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben seit dem Frühjahr ein drittes Schulpferd mit im Betrieb für unsere Kinder und Jugendlichen. Gibt es den dritten nun, der von den Kindern in der Hinsicht genutzt wird. Wir sind jetzt rund bei 65 Mitgliedern, davon ein Drittel Kinder und Jugendliche. Ich denke, das ist für einen Verein recht ansprechend, was unsere Jugendarbeit betrifft. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass die Kinder und Eltern und dergleichen hier als Helfer zum Turnier sehr gut mit funktionieren und uns tatkräftig unterstützen, da wir die Veranstaltung in dem Sinne, ob nun versorgungstechnisch und helfertechnisch im ganzen Umfeld alles selber stemmen und kein Fremdketerer oder dergleichen haben. Die Corona-Zeit mit den ganzen Einschränkungen war auch für den Reit- und Fahrverein Limbach-Oberfrohna keine einfache Zeit. Es war schon schwer, dadurch, dass wir die Probleme hatten. Schulbetrieb war eingestellt. Wir konnten in der ersten Runde Corona nicht mal auf die eigene Anlage. Dadurch, dass das als öffentliche Sportstätte zählte, wurde dann von Seiten der Regierung die Nutzung der Sportstätte untersagt. Ist jetzt hier in der zweiten Regelung ein bisschen oder in der zweiten Runde ein bisschen besser geregelt gewesen, dass das Bewegen des Pferdes, was ja im deutschen Tierschutzgesetz festgeschrieben ist, dann doch genehmigt wurde, sodass wir ja wenigstens unsere Pferde ordentlich bewegen konnten, weil das Tier nur auf die Koppel stellen oder in den Stall funktioniert. Nee, die Pferde sind Fluchttiere, die ihre tägliche Arbeit brauchen. Es war schwer, es sind auch einige von den Kindern und Jugendlichen nicht wieder zurückgekommen. So, und haben dann in dem Sinne den Reitsport aufgegeben. Aber wie gesagt, die Regeln mussten nicht mehr alle befolgen. Und im Moment sind wir wieder dabei, dass der Schulbetrieb wieder im Anlaufen ist und dergleichen mehr. Wie gesagt, das ist halt, die Regeln gelten für uns alle. Wenn man 50 bzw. 51 Jahre gut überstanden hat, kann man ja auch schon mal auf die nächsten 50 Jahre blicken. Oh, die nächsten 50 Jahre werde ich dann hoffentlich irgendwann hier als Rentner von oben schauen und mich auf die Bank setzen können. Wie gesagt, Programm wird so in etwa bleiben. Wir sind jetzt hier diese Woche zur großen Veranstaltung. In 14 Tagen steht dann wieder Faszination Pferd Open Air an. Sprich, das sind unsere Jüngeren und Einstiegssportler am Werk, wo es dann die Hindernisse und dergleichen alles ein bisschen kleiner sein wird, als wie hier in diesem Sport. Da in 14 Tagen ist auch das Haus wieder voll. Nennungszahlen sind sehr hoch, aufgrund der Tatsache, dass ja auch die ganzen Reiter nun erst auch wieder seit einer kurzen Zeit anfangen können, ihre Pferde auf dem Turnier vorzustellen. Und bis jetzt ist ja nur Veranstaltung für die Berufsreiter gegeben hat. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir dann in 14 Tagen vielleicht mit dem Wetter etwas mehr Glück haben.
Vom 24. bis 26. Juli ist der Reit- und Fahrverein Limbach-Oberfrohna wieder Gastgeber für die Veranstaltung Faszination Pferd Open Air. Am Morgen des 10. in Scharen an. Die Wanderlustigen der Langstreckenwanderung Hike Deluxe. Die Stimmung unter den Frauen und Männern im Lokstadion des ESV war gut. Dazu trug auch Moderator Stefan Breuer bei. Er begrüßte die Wanderfreunde auf dem Weg zur Anmeldung. Die hatten richtig Bock und waren aus nah und fern, wie zum Beispiel Magdeburg und auch Dortmund, angerückt. Ich mache mit, wir kommen aus Penisch und ich laufe 70 Kilometer. Ich habe Lust, ich will wieder Sport machen. Wie hast du dich vorbereitet auf die 70 Kilometer? Ich bin regelmäßig kleinere Strecken wandern gegangen, nochmal eine größere. Im Elbsandsteingebirge und so unterwegs gewesen. Ja. Wir kommen von Döbeln und wollen nach Leipzig. So, machen wir noch ein bisschen Partymusik für euch. Viel Erfolg. Danke. 70 Kilometer und ich komme aus Leipzig. Also von Döbeln nach Leipzig, direkter Weg. Und du willst heim? Nein, ja, logisch. Henrik Wahlstadt und der erste Beigeordnete des Landrates, Dr. Lothar Bayer, begrüßten die Wandergemeinde und letztere schickte den Tross auf die Strecke. Die Starter gingen auf den Kurs ihrer Wahl. Von Döbeln aus waren 3 der insgesamt 6 Strecken möglich. Die 16 Kilometer bis Leisnig, die 40 bis Grimma oder eben die 70 bis nach Leipzig. Wir sehen uns in Leipzig, Grimma, Leipzig. Hey. Mit dem Start und dem Tag sichtlich zufrieden war der Chef des Organisationsteams. Also ich bin total zufrieden erstmal mit der Veranstaltung. Ich freue mich natürlich riesig, dass wir durchführen können, dass es endlich wieder losgeht für uns. Ich freue mich riesig, dass wir die Erstveranstaltung mit so vielen Teilnehmern auch starten können. Ich freue mich über die glücklichen Gesichter, ich freue mich über tolles Wetter und auf eine tolle Veranstaltung heute. Während die Wanderer Kilometer um Kilometer in Richtung Leisnig abspulten, wurde in der Stiefelstadt das Equipment verladen, um den nächsten Etappenort anzufahren. Das und auch das Auszeichnen der Strecke wäre ohne die vielen Partner vor Ort nicht zu realisieren. Verpflegungsstationen mit Getränken waren aller 10 Kilometer und mit Essen und Getränken aller 20 Kilometer eingerichtet. Das Versorgungskonzept entstand in Zusammenarbeit mit den Kreissportbünden Landkreis Leipzig und Landkreis Mittelsachsen. Die Versorgung wurde von regionalen Vereinen übernommen. Mittendrin auch der Kreissportbund Mittelsachsen. Also für uns war es wichtig, dass wir mit dem Hike Deluxe jetzt endlich mal auch als Kreissportbund Mittelsachsen eine Wanderveranstaltung mit begleiten können. Wir sind in diesem Jahr, was ja ganz besonders sich darstellt, sehr froh, dass es trotz dieser Bedingungen sehr viele Wanderer sind. Also wir haben heute 800 Leute, die sich an dieser Strecke beteiligen werden und an den gesamten Hike Deluxe, was ja letztendlich auch Parallelveranstaltungen mit sich gebracht hat, waren es über 1500. Also wir sind begeistert von der Teilnehmerzahl. Inzwischen bewegte sich der Tross durch Technitz weiter zum ersten der 7 Verpflegungspunkte. Der befindet sich in Sichtweite von Klosterbuch. Hier bei der Leisnicher Feuerwehr gab es Getränke und den ersten Eintrag in den Streckenpass. Kurzes Aufatmen. Dann ging es weiter nach Leisnig. Für die Wanderung ist eine sehr gute Kondition erforderlich, verrät ein Link auf der Homepage der Langstreckenwanderung. Ausdauer brauchten im Vorfeld auch die Organisatoren. Ja, wir haben, muss man sagen, schon seit ungefähr 1,5 Jahren an diesem Konzept gebastelt, sind ein bisschen eingebremst worden durch die Pandemie. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon eher begonnen mit dem Hike Deluxe. Umso schöner ist es, dass wir jetzt eben endlich den Sparkassen Hike Deluxe auch durchführen können. Wir
können wir sagen, seit Anfang des Jahres intensivst dran gearbeitet, auch obwohl wir noch nicht so recht wussten, ob es nun für uns losgeht oder nicht. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass es jetzt auch endlich soweit ist. Leisnig, das Areal des VfB Leisnig, war für die einen Ziel und die anderen Startpunkt für die 24 bzw. 54 Kilometer Strecke. Unter den Wanderern in Leisnig war auch Sabine. Sie feierte ihren runden Geburtstag sozusagen auf der Strecke. Und auch sie gingen den Weg in Richtung Ziel in Leipzig, Engelsdorf. Die Geräuschkulisse auf der Tribüne machte deutlich, dass am 13. Juli nicht irgendwelche Mannschaften in der Großsporthalle in Limbach-Oberfrohna einliefen. Wir feiern 100 Jahre Handball in Limbach-Oberfrohna und der BSV Limbach, der in der großen Kreisstadt Limbach-Oberfrohna die populärste Hallensportart Europas exklusiv repräsentiert, ist mega stolz drauf, heute hier ein absolutes Handball-Highlight präsentieren zu können im Rahmen der Saisonvorbereitung. Wir treffen heute aufeinander der BSV Sachsen-Zwickau, erste Bundesliga, gerade erst aufgestiegen. Und der Gast aus Leipzig hat natürlich auch einen sehr bekannten Namen, der HC Leipzig. Vielfacher DDR-Meister, deutscher Meister und Europacup-Sieger. Das ist heute exklusiv hier in der großen Großsporthalle Limbach-Oberfrohna zu erleben. Dass man die zwei Mannschaften hier begrüßen konnte, hat man Vitamin B zu verdanken. Ja, wir sind natürlich sehr froh darüber, persönliche Beziehungen zu beiden Vereinen aufrechterhalten zu haben. Unser Ehrenmitglied Manfred Meyer kennt den Co-Trainer von Zwickau recht gut, der Olympiasieger Dietmar Schmidt von 1980. Dann spielt natürlich, das darf man nicht vergessen, ein Limbacher Eigengewächs hier jetzt in der ersten Bundesliga bei Zwickau mit. Alisa Pester begrüßen wir natürlich hier ganz besonders. Und so sind die Kontakte zustande gekommen, dass Zwickau bereit war, ihr Heimspiel heute hier nach Limbach-Oberfrohna zu verlegen. Für Alisa Pester war der Besuch in der Halle des BSV Limbach-Oberfrohna. Also unbeschreiblich. Hier habe ich mal Handballspielen angefangen mit 6 Jahren bis zur C-Jugend. Und ich sag mal so, der BSV Limbach-Oberfrohna bleibt immer in meinem Herzen. Und ich komme vielleicht auch gerne wieder zurück. Bis dahin wird sie hoffentlich noch einige Zeit in der ersten Bundesliga mitmischen. Das 100. Jubiläum mit ihren ehemaligen Sportkameraden zu feiern, wird ihr Terminkalender nicht zulassen. Wir wollen natürlich eine zünftige Veranstaltung noch durchführen. Da wird am 18. September hier ein Jubiläumsspiel geplant mit alten Mannschaften, die vor 20 Jahren in der Oberliga gespielt haben. Das wird immer ein Highlight für alle ehemaligen Fans. Und danach werden wir in der Parkschenke eine große Veranstaltung haben. Und da sind euch alle eingeladen, die sich dem Verein oder dem Handballsport verbunden fühlen. Aber wir würden uns über jeden Gast freuen, der kommt. Um Handball wird sich noch vieles mehr in diesem Jahr in LO drehen. Ja, die Vorbereitungen waren natürlich etwas schwierig. Wir werden sehr spontan noch weitere Events hier planen. Am 29. August ist ein großes Männerhandballspiel geplant. Wahrscheinlich dritte Liga aus Plauen. Was die Ballsportart Handball in Limbach-Oberfrohna anbelangt, kann man sagen. Ja, wir sind in Limbach-Oberfrohna ganz klar die Nummer 1, wenn es um Hallensportarten geht. Logisch, der König Fußball regiert immer noch die Welt, hier auch in Oberfrohna und in Limbach. Da streiten sich aber die Vereine und das haben wir halt als Vorteil. Wir sind die Einzigen, die Handball so repräsentativ präsentieren hier in Limbach-Oberfrohna. Mit einer 100-jährigen Tradition, die Höhen und auch Tiefen kennt. War eine ganz tolle Zeit, wo wir ein bisschen höherklassig gespielt haben, volle Halle immer gehabt und war für den Verein eine ganz tolle Angelegenheit über Jahre und da wollen wir wieder hin. Deswegen machen wir auch solche Events hier, dass wir auch zeigen, dass unser Nachwuchs funktioniert. Eine Spielerin ist ja aus Limbach in Zwickau dabei. Da freuen wir uns ganz sehr, dass sie den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Und wir wollen jetzt mit dem BSV Limbach wieder angreifen in den nächsten Jahren. Das soll jetzt der Auftakt sein dieses Jahr. Und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden. Gebremst wurde man seit 2020 von der Corona-Pandemie. Jetzt im kalten Wasser voll erwischt worden. Wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Wir haben ein Jahr lang quasi keinen Handball erleben dürfen.
Wir haben unsere Strukturen hier angepasst. Wir werden zur Halbzeitpause auch einen neuen Sponsor noch begrüßen können. Und wir sind natürlich mega stolz drauf, heute nach so vielen Monaten der Durststrecke endlich wieder mal ein halbwegs volles Haus hier zu haben. Für die zwei Mannschaften war die Begegnung in der Großsporthalle ein Spiel auch zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Es wurde auf dem Feld viel ausprobiert und getestet. Nebenher fielen eine Menge Tore auf beiden Seiten, sehr zur Freude des Publikums. Jetzt seit der Sommerpause ist das erste Mal wieder gespielt. Na klar, muss ich da das ein oder andere noch einstimmen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das heute ganz gut gemacht und ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der ersten Liga einige Siege einholen. Erstes Ziel in der Saison 2021-22 ist für die Damen vom BSV Zwickau. Ja, auf jeden Fall der Klassenerhalt, sehr, sehr wichtig. Wir wollen erstmal die Klasse halten und dann mal sehen, was die Jahre so folgt. An Kampfgeist ließen es die Zwickauerinnen in Limbach-Oberfrohna nicht fehlen. Auch die Leipzigerinnen zeigten, dass sie Biss haben. Am Ende setzte sich Zwickau 35-30 durch. Wir wünschen natürlich dem BSV Sachsen-Zwickau mega viel Erfolg in der ersten Bundesliga, auf dass sie möglichst schnell den Klassenerhalt sichern. Und dem HC Leipzig sei gesagt, macht's den Zwickauern nach, steigt bald wieder auf, ihr habt es echt auch verdient. Auf jeden Fall wünsche ich alles Gute zum 100-Jährigen an den BSV Limbach-Oberfrohna. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass es den Verein weiterhin noch viele, viele Jahre gibt. Denn wie Alisa Pester bereits erwähnte, sie möchte irgendwann mal zurückkehren.